Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online. Wieder mit dabei der Yannick. Hallo, ich wurde mal 5 Minuten aus dem Keller gelassen. So, wir sind jetzt hier beim Admiral Quinn und werden jetzt die Beförderung zum Lieutenant Commander nehmen. Mein Glückwunsch, Lieutenant Commander. Ich bin über Ihre Fortschritte hoch erfreut. Angesichts Ihres Beitrags für die Sternflotte sollte Sie ein neues Raumschiff bekommen. Besuchen Sie Lieutenant Lorel, um zu sehen, welches Schiff Sie fliegen können, um ein neues Schiff anzufordern. Weiter. Dann Mir gehen wir mal. aufgefallen, dass wir es geschafft haben. Was? Eine Begrüßung ohne Hut. Was sind wir? Wir haben gerade eben eine Begrüßung geschafft, wo ich mal nicht pusten musste. Ja, stimmt. Bei einer letzten Folge passt ja. Könnt ihr auch mal rennen, aber nee. Na gut, okay, das ist das Programm, was ich genommen habe. So, Lieutenant Lorel, ich hätte dann gerne den K6-Dreadnought. Jetzt du, Julian. Schiffe und Shuttle anfordern. Weiter. So, neues Raumschiff erhalten. Auswahl durchsuchen. Lieutenant Commander. Der Yannick als Taktiker fliegt Ich den. nehme das zweite Schiff. Nein. Der Yannick als Taktiker hat den Kreuzer. Hier die Constitution. Die Bin gute aber alte. Techniker. Na ja, meine ich doch als Techniker. Die Constitution. Taktiker gesagt. Ach, Entschuldigung. Die gute alte Enterprise Aber ich hole A. mir das taktische Escortschiff. So siehst du aus. So, und wir, also die Wissenschaftler bekommen ja die Nova, auch sehr schön. Und wir bekommen die Sabre. Die holen wir uns jetzt. Zack. Geht der lang so, aber gut, okay, das hässliche Schiff als Techniker. Als Taktiker, weil die ist einfach so abnormal hässlich. Die Sabre? Ja. Och, geht. Das ist einfach abnormal. Die Celodina heißt sie. Ja, super. USS Gollum. Sabre. Die USS Sabre. Wird ins Dann sehe Visier ich schicken. das Gollum. So. Oh, die hat Von noch mir. Geschütz drin. Nee, mache ich nicht. Geschütz möchte ich nicht. Die Geschütze würde ich dir lassen, weil die gut sind. Nee. Oh, wurde automatisch alles rüber transferiert. Das ist ja lieb. Ja, das ist die neue Das will Funktion. ich aber nicht. Weil zum Damit Beispiel. automatisch alles auf das neue Ja, Schiff aber die nehmen. alten Phaserbänke, die kommen zum Beispiel wieder in die gute alte Leopold, kommen wieder die alten Phaserbänke rein. Weil das will ich doch in dem neuen nicht haben. Und Dafür ich wird will. nicht auf all die Klappen geworfen. Die Dualkanone kommt raus. Der Torpedo, den mach mal vorne rein. Deflektor hat er ja soweit alles schon gemacht. Taktische Konsole. Gut, dann gehen wir mal zur Tauschbörse. Ja, Nick. Gerade ist die Glühbirne aus dem Keller ausgefallen. Würdest du die morgen bitte wechseln? Gerne. Oh, ich habe hier gerade richtige Lecks auf dem ESD. Was denn das jetzt? Ja, ich So. habe dein Internet gehackt, weil du mich schon eingesperrt hast. Und Yannick hat sich jetzt die Constitution geholt. Oh. So, auf Tauschbörse zugreifen. Wir kaufen uns jetzt mal was. Und zwar gehen wir mal. Nee, zack, Inventar. Ziehen uns jetzt einfach mal die hier rein. Damage holen wir uns jetzt mal MK, ne? Damage oder Mir ist Re. egal, was. Oh, scheiße. Was holst du dir denn? Holst du dir Ich Kritik? kann mir die Kla ich kann mir die Stufen für sehr seltenen Waffen nicht leisten. Crit D holen wir uns jetzt. Eine Mark 3er. Kannst du dir die bitte leisten mit deinem Arzt? Mal gucken. 9 Millionen. Crit D mal 2. Uiuiui. Hauen wir uns bloß MK2, ja? Oh ja, 5000 Oh kostet eine. nein, ich hab sie mit Damage und Kost gekauft, ich bin dumm. Was, Crit D? Ich hole mir jetzt Crit D und Damage mal 2. Ah, ich hab sie mir mit Damage und Kost, mit Damage und. Ja, hab ich mir jetzt versichert, nee, mit Trust und mit. Ich hole mir jetzt 3 mit Crit. Habe ich so viel Geld? Nee, habe ich nicht. Das heißt, wir Der verkaufen. hat 4, lohnt sich nicht. Das heißt, wir verkaufen uns. Wir verkaufen mal ein bisschen was. Nee, da müssen wir mal. Wir gehen mal auf Usche, gucken Da war mal. voll Star, es ist voll umfangreich. In Star Trek Universum gibt es kein Geld mehr, außer Leute, die das Team um. So, dann verkaufen mal die. Super, wie macht man jetzt schnell Credits? Das ist eine gute Frage. Kann ja meine 13 Partikel kaufen. Gut, Konsole, Strahlenwaffen, können wir die einbauen? Wir könnten ja die ganzen alten Phaserbänke dann verkaufen. Also, was hast du dir jetzt für Modifikatoren geholt? Versehentlich eine falsche, eine. Der, ich habe mir versehentlich eine mit Damage und Trust geholt. Ich hole mir jetzt 2 mit Crit D, also 3 mit Crit D und Damage mal 2.
Die machen ja weniger Schaden wie die aktuellen. Ne, machen sie nicht. Ja. Eigentlich will ich ja. Es ist aber jetzt blöd. Ich will eigentlich Mark 3 gerne haben. Aber da muss ich ja aber notgedrungen die ganzen Waffen aus dem All schießen, damit. Dann nimm mal jetzt, nee, Mack, ich hol mir, dann hol ich mir bloß seltene. Ist mir scheißegal, aber. Ja, meine ist auch was selten, wie viel Geld hast du überhaupt? Ich hab jetzt genau eigentlich 15.000. Ja, die seltenen Phaser-Strahlen, denke ich, MK4, kosten 30.000. Nee, ich suche aber MK3er. Achso, MK3er hätte ich mir vielleicht auch holen sollen. Ja, mach ich jetzt auch. Kosten 33.000, die haben doch eine Macke. Für eine Macke. 15.000. Für eine Macke. Für eine Macke. Für 45.000. Aber im aktuellen Schiff war ein Obus eine Mark 2, also ich mir jetzt Obus eh, ne? Da war eine normale Gatterin machen. Da hole ich mir sogar 125. Kann ich mir sogar sehr seltene holen. Boah, das ist gerade mal Unterschied von vielleicht 20. Auf Damage. Klammer zu. X2 hole ich mir jetzt ein bisschen Schaden raushauen, ja. Haben sie nicht. Super. Haben sie auch nicht. Na, dann holen wir uns doch wieder die ganzen hier. Na. Schnell gucken. Aber ich war einfach den seltenen Quantenpapier. Wie viel machen deine denn Schaden pro Sekunde? Meine Strahlung, gell? Ja. Konnte mir nur eine leisten. Ich habe mir eine mit 116,4 FPS geholt. Alter, was hat die denn für Dings da, Bums, dafür für Werte? Damage und Trust. Damage und Trust. Schick die mal bitte hier unten 116, in den Chat. 116,4 FPS. Ja, schick die mal in den Chat hier unten, in den Teamchat. Dann gebe ich die, wie viel hat die gekostet? Die ist auch MK4, die ist MK4. Achso. Die hat 49.000 gekostet. Oder war es 39? Entweder 39 oder 49. Ich kann die gar nicht in die Tauschbörse ziehen von da unten, ne? Doch, du kannst sie rauskopieren, markieren, Steuerung C, oben in die Tauschbörse rein, Steuerung V. Ja, stimmt. Ist da, wie ich mich auskenne? Ich mach da einfach MK3 draus, sonst ist es ein bisschen günstiger. Steuerung V. Aber, dann sag mal, wie die Kosten mitkommen. Mal Steuerung C. falsch kopiert. Geil. Steuerung V. Steuerung C. Hä, hat er nicht gemacht bei mir. Ist ja egal, ich kann sie auch eingeben. Phaser Strahlenbank. MK. Ach, lass einfach mal. Ja! K. Ja, plus 15 Cent! Damage. Und. Trust. Ja, nee, das ist Pilgon, wenn heute auch nichts mehr. Wollen wir dann mal morgen. Ich suche gerade irgendwelche Phaser-Strahlenbank damit mit Damage und Trust zu kriegen. Das ist voll für den Arsch. Trust verlangt halt, glaube ich, auch nochmal den Verein. Nee, das macht die, glaube ich. Ja, genau. Trust bewirkt vor allem, dass du im Kampf schnellere Wendegeschwindigkeit bekommst. Maybe 10 Troy hat sie jetzt gehabt. KD hole ich mir jetzt einfach in Ruhe. Phaser-Strahlenbänke MK2, sehr selten. KD. Einmal findet das nicht. Ich müsste auch MK mal eingeben davor. MK. Ey, der Goldzeller schreibt mir hier gerade mal an. Nee, mich hat er gerade nochmal. Hey, warum kriege ich das denn jetzt nicht? So, gerade hatte ich sie noch gehabt. Ist jetzt euer Ernst? Hallo. Also manchmal kannst du die Tauschbörse, manchmal backt die einfach nur rum. Das ist traurig. Ich hatte gerade noch welche mit KD und Damage mal 2 und irgendwie kann ich die, kriege ich die jetzt nicht mehr. Das war schon gemein, oder? Was?
Keine Der Ahnung, auch ich noch, habe der will ich ja hab auch nicht. noch Geld machen. Ich hab nicht geguckt, ja, und. Gibt's keinen Albert dann ist natürlich in Ruhe. Phaser-Strahlenbank. Ja, komm, mach doch mal. Oh, Leute. Vielleicht haben die eine Kiste. Schiffswaffen. Nee, ich hab gerade extra noch mal. Also Krypto-D mir habe ich doch eingegeben. Manchmal spackt das einfach nur rum. Alle, nochmal. So, haben wir es doch. Jetzt öffnen wir mal und sagen, Krit D wollen wir haben. Ja, findet er nicht mehr. Na, ist mir jetzt auch egal. Ein Das ist MK2. nicht mein Problem. Sehr seltene. Wir sind einfach mit gewöhnlich. Mal gucken, was kostet denn extrem seltener? Na gut, dann müssen sie sich übertreiben, ne? So. Oh, hier Kritama 2 und Pen habe ich hier. Ah, Kritama und 2 mal Pen ist nicht so gut. Krit D mal 2 und Pen wäre echt gut. ACC und Damage. Ist Sag. das hier ein Hacker? Weiß ich doch nicht, mussten fragen. So. Was sind da, was kosten da sehr seltene? Und ungewöhnliche, was kosten Mark? Wie teuer einfach mal Mark 3, Alter, echt, ey. Nee, so, Hey, was was ist denn das für einer wie? Hä? so. Der hackt doch eindeutig. Jetzt suche ich mal gewöhnliche, Alter, das kannst du nicht bezahlen. Mark 4er, Alter, Schwede. Mal unge. Muss ich mir wirklich Mark 2 Waffen holen, also sonst kannst du dir hier nichts leisten. Das ist echt traurig. So, ACC und Damage mal 2 macht schon mal. Crit H mal 2 und Damage. Crit H und Damage mal 2. Crit D mal 2 und Trust. Crit D und Damage mal 2. Die habe ich doch gesucht. Die hole ich mir. Ich hole mir jetzt Crit D und Damage mal 2. Kaufen. Kaufen. Und kaufen. So. Kannst du mir mal sagen, Jetzt. ob der Typ, der hier vor mir hängt? Janik, ich habe keine Ahnung, ich bin gerade echt beschäftigt. Ja, nein, wie kommt ein Klingone auf der ISD? Oder ist noch ein Gorn, wo sogar angezeigt wird, dass er ein General ist? Keine Ahnung. Mussten fragen. So. Jetzt nicht. Dann kann ich da auch nicht helfen. Das können wir erstmal schon mal alles verwerfen hier. Warum ist das nicht egal, was wir hier für einen Kern drin haben? Gleich mal. Okay. So, gut, hau mal raus. Was denn? Oder die diplomatische Immunität bekommt. Wo er den Diplomaten dann haben. Also war es ein Deutscher sogar. Ja. Der Typ. Ein Gap Okay, Engländer. oder Amerikaner. Oder Amerikaner, richtig. House of Beautiful Orient? Ja, da bin ich auch drin mit meiner Flotte. Ja klar, ich hab dich hier eingeladen. Ja, stimmt. Wollte schon sagen. Warte mal ganz kurz. Ja. Verwerfen. So. Dann müssen wir noch ganz schnell was machen. Es ist Zeit, die Folge zu beenden. Wollte schon sagen. Gut, ich sag mal so, die Uniform passe ich noch, beziehungsweise die Uniform zeige ich euch noch ganz schnell. Nein, Doch, das ich machst du zeig. in der nächsten Ich habe Folge. die doch Wir haben schon. drei Zettel, die ich Nein, die Un aufmache. ich habe die Uniform doch schon fertig, seht ihr? So. Die nehmen wir jetzt. Dann die nehmen wir wieder. Ich würde sagen, ich mache das jetzt fertig. Natürlich noch die BO-Plätze umtrainieren und Nein, dann du sagst jetzt, du beendest jetzt die machen wir. Folge. Ihr werdet dann nächstes Mal zeige ich euch, was ich für BOs umtrainiert habe, ob ich einen neuen habe und die Uniform. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen.
und sage auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.